Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So, Freunde, ich habe wieder 10 Pieces rausgesucht, die ich diese Woche im Netz gefunden habe. Ich denke, das ein oder andere coole Piece ist dabei, deswegen wir fangen einfach mal an und ich zeige euch, was ich gefunden habe. So, Freunde, fangen wir an mit dem ersten Teil, was ich gefunden habe, und zwar beim Mango Man. Das Coole, was mir aufgefallen ist bei Mango Man gerade, die haben gerade auch auf die neuen Kollektionen einen coolen Rabatt mit reingerechnet. Hier zum Beispiel jetzt beispielsweise 20%. Ich finde diese Jacke auf jeden Fall mega nice, weil ja, die sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Man kann sie in verschiedenste Stilrichtungen stylen, wie jetzt hier zum Beispiel einfach ein bisschen klassischer. Man könnte es aber auch easy mit einem Hoodie und einer lockeren Chino, jetzt nicht ganz so einer förmlichen Chino, oder ein paar Sneakern tragen. Also ich finde die Jacke sehr cool. Schwarz ist natürlich immer ein Evergreen, das heißt, das kann man immer gut tragen. Und ja, sehr, sehr cool gestylt, finde ich in dem Fall. Und ich finde, die sieht auch sehr hochwertig aus. Wenn ihr diese Details euch anschaut, wirkt auf jeden Fall sehr gut die Jacke. Und für 55,99 €, also für 56 €, finde ich es auch ein ganz fairer Preis für so eine gute Übergangsjacke für den Frühling. Die habe ich letztens in meinem Übergangsjacken-Video noch nicht gesehen. Ich glaube, da gab es die auch noch nicht. Sonst hätte ich die auf jeden Fall safe mit reingepackt. Und das war auf jeden Fall Piece Nummer 1. Machen wir weiter zu Piece Nummer 2. Und beim Piece Nummer 2 ist es im Moment die Frage, eine coole Stoffhose, eine coole, ich sag mal Chino, in Anführungsstrichen Anzugshose. Und da kann ich euch echt empfehlen, schaut euch mal die Anzughosen bei Uniqlo an. Also ich finde die sehr, sehr nice. Ich trage gerade zum Beispiel auch eine. Ich weiß nicht, ob die 1:1 ist, die Hose, die ich da gerade sehe. Aber wie ihr seht, es gibt die in 5 verschiedenen Farben. Je nachdem müsst ihr auch schauen, welche Größen noch verfügbar sind. Aber ich sag mal, auch für 40 € rund finde ich es in Ordnung. Was ich bei diesen Hosen mega nice finde, ist, dass ihr innen drin immer diese Schlaufe habt. Das heißt, rein theoretisch braucht ihr ja nicht mal einen Gürtel tragen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das Hemd bzw. das T-Shirt in der Hose tragt, kann es teilweise echt nicht so cool aussehen, wenn man dann einen Gürtel dazu anhat. Und dementsprechend finde ich diese Hosen sehr, sehr gut. Preislich auf jeden Fall mega. Und das könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Und ja, mein Favorite wäre auf jeden Fall jetzt hier Richtung Khaki oder Beige. Obwohl ich zum Beispiel gerade auch die schwarze trage. Und ja, sehen sehr cool geschnitten aus. Nicht zu eng. Ich bin ja nicht mehr so ein riesiger Fan von diesen ganz, ganz engen Sachen. Ich sag mal, es gibt noch einen guten Slimfit, wo man das ein oder andere noch tragen kann. Bestimmte Looks sieht das auf jeden Fall viel, viel besser aus als dieser Loosefit. Aber ich sag mal, in dem Fall so locker getragen, muss so eine Anzugshose nicht mehr allzu eng sein. Deswegen sieht die auf jeden Fall cool aus. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 3. Und das habe ich auf Zalando gefunden. Und zwar ist das von Pull & Bear. Ich fand diese Hemdjacke von der Passform und wie die, ich sag mal, aussieht. Die sieht ja so overwashed aus mit so Taschen dran. Ich finde sie sehr, sehr nice. Ist natürlich auch cool gestylt, also sehr lässig gestylt von ich sag mal, Pull & Bear oder Zalando. Ich weiß nicht, je nachdem, wer die Fotos online stellt. Von den Materialien, wie ihr hier seht, es wirkt auch sehr hochwertiger Stoff. Für 30 € finde ich es auch ein fairer Kurs und es gibt die ja natürlich dann auch noch in so einer dunkelblauen Variante, da sieht die nicht so verwaschen aus, aber auch hier, wie ihr seht, das ist mega nice gestylt und auch die Variante kann man sich easy anschauen und für 30 €, ja gut, kann man mal, wenn man Bock hat oder wenn man sowas tragen möchte, auf jeden Fall mal bestellen, antesten und gegebenenfalls halt einfach zurückschicken. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 4 und das Piece Nummer 4 habe ich in 2 Varianten rausgesucht. Finde ich sehr, sehr nice. In dem Fall jetzt hier die Creme Weiß oder ich sag mal, also nicht rein weiße Variante von Carhartt, diese Workwear Jacket, finde ich extrem cool. Ist allerdings auch teuer, muss man dazu gestehen. Also da gibt es, wie ich in meinem letzten Video gezeigt habe, auch auf jeden Fall günstige Varianten, aber das ist natürlich auch so ein Klassiker hier, ne? Wobei ich sagen muss, mein Geschmack tendiert gerade zu der zweiten Farbe und das wäre diese hier. Ich finde die extrem cool, dieses Beige mit Braun hat echt was Cooles, ist natürlich nicht ganz so einfach zu stylen, allerdings, wie gesagt, 130 € ist kein Schnapper und dementsprechend wollte ich sie mit reinnehmen, weil ich sie trotzdem sehr, sehr cool finde und weil sie auch was hat, ich sag mal, was Nostalgisches. Also die Jacken gibt es ja schon eine gefühlte halbe Ewigkeit und dementsprechend sehr coole Jacken von Carhartt auf jeden Fall. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece und auch das nächste Piece habe ich bei Zalando gefunden, weil ich gucke eigentlich generell
ihr müsst das nicht nur bei Zalando kaufen, aber ich finde es da immer ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel Stores durchsuche für die 10 Favorite Pieces der Woche, finde ich es bei Zalando zum Beispiel ganz praktisch, weil ich da unzählige Marken auf einem Haufen habe und ich kann durchscrollen und dann genau rauspicken, was mir persönlich gut gefällt. Und dementsprechend habe ich die nächste Jacke gefunden und ich muss euch sagen, mir ist die Jacke bekannt, ich finde die Sachen auch sehr, sehr nice, aber ich hätte sie normalerweise niemals auf der hauseigenen Marke gesucht. Und dementsprechend finde ich es ganz cool, dass die Jacke es mit reingeschafft hat. Und zwar ist sie hier von Tiger of Sweden. Und das ist, wie ihr seht, keine klassische Denim-Jacket. Die sieht auf jeden Fall von der Farbe her natürlich schon so ein bisschen hellere Waschung. Ist auch reduziert. Aber das Coole an der ist, die hat so dickere Taschen. Also ich finde, die sieht sehr nice aus, auch von der Passform her etc. Und hat mir echt gut gefallen. Natürlich, hier müsst ihr auch darauf achten, die hat auf jeden Fall auch einen Reißverschluss, keine Knöpfe, wie diese Standard-Denim-Jackets, aber ich finde sie sehr cool und dementsprechend auch die hat es in dem Fall reingeschafft. Stückzahlen sind nur noch begrenzt vorhanden, da müsstet ihr schnell sein, falls ihr sowas haben wollt. Und wie ihr seht, hier so ein All-Denim-Look, sieht eigentlich ganz cool aus und dementsprechend fand ich das eigentlich ganz nice, weil es einfach mal eine andere Art von Jeansjacke ist, die man mit reinpacken kann und die man nicht an jeder Ecke sieht. Und man spart nochmal 25%. Also sehr cool. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und bei dem nächsten Piece seht ihr jetzt gerade auch, diese ganzen Oversize-Hoodies sind gerade, sag mal, mega modern und mega angesagt. Und es ist gar nicht so einfach, einen fairen Kurs für einen guten Hoodie zu finden. Wir sind da dran bei Forage. Ich zeige euch demnächst auch noch einen sehr, sehr coolen Hoodie, der da bei uns rauskommt. An der Stelle nochmal Eigenwerbung. Aber darum soll es gar nicht gehen, denn jetzt aktuell, wenn ihr jetzt so einen Hoodie haben wollt, wo kriegt ihr sowas? Entweder ihr macht das so wie ich, kauft sowas extrem teuer, in dem Fall 250 Euro, da würde ich eigentlich von abraten. Und dementsprechend ist mir eigentlich der Hoodie von der Passform her und von den Materialien aufgefallen bei der allzeit beliebten Marke LFDY. Kostet 75 Euro, finde ich voll okay. Und dementsprechend, der sieht vom Fit her und von der Dicke her sehr, sehr gut aus. Dementsprechend würde ich den einfach mal empfehlen, hat ein ganz kleines Mini-Branding unten am Ärmel, wirklich nichts Gravierendes, wie ihr seht, aber wer jetzt nicht gerade auf diese Branding-Sachen steht, aber ich finde, der sieht sehr cool aus und von der Kapuzenform etc., von den Materialien, schöne Drop-Shoulders, bisschen ballonartig und der sieht cool aus, dementsprechend den würde ich auf jeden Fall empfehlen, falls ihr so einen Oversized-Hoodie sucht. Zu gegebenen Zeitpunkt empfehle ich euch natürlich auch, werden wir euch eine Alternative liefern, aber warum sollte man nicht auch andere coole Sachen zeigen und dementsprechend LFDY, auf jeden Fall nice. Aber da müsst ihr darauf achten, die werden den Online-Shop irgendwie demnächst mal kurzzeitig abschalten, weil die Bestellungen nicht mehr nachkommen. Trotzdem checkt das auf jeden Fall ab, falls ihr die Möglichkeit habt oder schreibt eine E-Mail, falls ihr sowas bestellen wollt und der Online-Shop gerade offline ist. Ist auf jeden Fall eine coole Variante. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und bei dem nächsten Piece muss ich ein bisschen ausholen. Habe ich bei einem anderen Influencer gesehen, und zwar Erik Forsgren. Ich blende das Bild auch mal eben hier ein. Und die haben mir auf den Fotos sehr, sehr gut gefallen, die Schuhe, weil er die extrem cool kombiniert hat. Sehen auf den Fotos sehr ähnlich aus zu Chucks. Und ich muss sagen, die sind auch bei mir auf der Wunschliste. Die Schuhe für 85 Euro finde ich auch voll vertretbar, ist jetzt keine weltbewegende Summe und dementsprechend finde ich die auf jeden Fall eine coole Alternative zu Chucks, wenn ich immer nur diese Standard Chucks tragen möchte. Ich weiß nicht genau, wie man die Marke ausspricht, aber dementsprechend finde ich die Schuhe sehr cool. Gibt es in verschiedenen Farbkombos, auch hier in so einem Weiß oder ich sag mal verschiedenste Arten, und ich fand die eigentlich ganz nice. Dementsprechend habe ich die einfach mit reingepackt, weil man die auch nicht an jeder Ecke sieht, und wie gesagt, Preis-Leistung finde ich auf jeden Fall cool. Und dementsprechend einfach mal eine coole Alternative zu einem Chuck, die im Moment ja sowieso wirklich sehr nice sind. Und dementsprechend, ja, habe ich die mal mit reingepackt. So, kommen wir zum siebten Piece. Und das siebte Piece ist ein sehr, sehr cool geschnittenes Oversize-T-Shirt, in dem Fall hier von Champion. Mega nice, weil man hat ein bisschen Branding drauf. Es sieht vom Fit her auf jeden Fall sehr cool aus. Habe ich jetzt bei Cali Roots gesehen. Kostet allerdings auch 50 Euro, ist auf jeden Fall für ein T-Shirt auch nicht gerade billig, aber hat von dem Passform her, finde ich, einen sehr coolen Schnitt, und der Stoff wirkt auf jeden Fall was dicker. Dadurch fällt das T-Shirt nicht so, ich sag mal, so körperanliegend, sondern es hat so ein bisschen wie so einen stehenden Look, und das finde ich auf jeden Fall sehr nice, und dementsprechend hat auch dieses T-Shirt, habe ich das mit reingenommen, und ja, könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Größentechnisch ist, glaube ich, sogar noch alles vorhanden, aber dementsprechend, guckt mal, hier gibt es sogar noch 25% Rabatt, seht ihr das?
mit dem Code Spring, also nochmal ein bisschen Rabatt. Sehr nice. Wusste ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht bewusst irgendwie mit reingepackt, aber dementsprechend ist das ja nochmal ein kleiner Bonus, den ihr da zur Auswahl habt. So, kommen wir zum vorletzten Piece. Und bei dem vorletzten Piece, die finde ich extrem cool. Und diese Sneaker habe ich zum Beispiel auch in einem anderen Colorway, in so einem rein cremefarbenen Colorway. Aber ich finde diesen cremeblaue Variante hier wirklich sehr, sehr cool. Und das hat extrem was, ich sag mal, Dad-Sneaker-artiges. Erinnert mich so ein bisschen ähnlich wie New Balance-Schuhe, aber ja, sind in dem Fall hier von Gant, kosten 120 Euro für den Sneaker, auch voll vertretbar, kein besonders teurer Schuh, aber ich muss euch sagen, ich habe diese Schuhe und die sind todesbequem, also wirklich mega bequem, wirken extrem cool, ob sie jetzt mit einer Denim-Hose oder mit einem hellen Chino oder etc. kombiniert, die haben mir extrem gut gefallen und dementsprechend habe ich die einfach mal reingepackt, weil wie gesagt, ich habe sie in einem anderen Colorway und ich kann die euch echt empfehlen, dementsprechend auch diese Schuhe sind eine Empfehlung der Woche. So, und dann kommen wir schon zum letzten Piece und bei dem letzten Piece haben wir nochmal was Schickeres mit reingepackt und zwar einen Anzug, den man auf jeden Fall nicht an jeder Ecke sieht, den habe ich bei Suit Supply gefunden und in dem Fall ist das hier so ein cremefarbener Anzug, also ist natürlich ein gewagteres Piece, muss man dazu sagen, allerdings der Vorteil ist, wenn ihr euch so einen Anzug kauft, ihr könnt das Sakko ideal mit anderen Sachen kombinieren. Oder die Hose auch ideal mit anderen Sachen kombinieren. Helle Hosen sind sowieso diesen Sommer extrem modern. Gerade diese Kombo hier, dieses Creme mit Braun, finde ich extrem nice. Und dementsprechend die Variation, die ihr mit so einem Anzug habt, ob ihr das jetzt komplett so tragt oder ich sag mal kombiniert mit anderen Sachen, sind wirklich immens. Und dementsprechend finde ich es sehr, sehr cool, dass es diesen Anzug gibt. Ich mag das sowieso auch diese aufgesetzten Taschen. Und zum Sizing würde ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ich ein Typ seid, ich bin 1,80 Meter groß, normaler Standardtyp, wiegt so ca. 80 Kilo und habe zum Beispiel nicht allzu mega lange Arme. Ich habe normale Arme. So. Normalerweise ist es aber bei diesen Anzügen so, dass ihr dementsprechend immer zu lange Arme habt, weil die dann nochmal zum Schneider gegeben werden, die Anzüge, und dementsprechend das dann gekürzt werden muss. Es gibt aber bei Suit Supply sogenannte Zwischengrößen. In dem Fall ist das jetzt hier, meine normale Größe wäre 48, aber in dem Fall ist das hier eine 24 und ich kann euch sagen, bei mir sitzen diese 24er oder dementsprechend auch mal 25er, das ist dann immer die, seht das ja, die Hälfte, extrem gut, also wirklich extrem, extrem gut. Und wie ihr da unten seht, diese 94 oder 98 oder 102, das wäre dann in die andere Richtung, wenn man über dem Durchschnitt ist, wenn man einen überlangen Oberkörper hat, überlange Arme. Da muss man dann in die andere Richtung gehen. Aber zum Beispiel bei mir, diese 24-25er Sachen sitzen astrein und dementsprechend, ich bestelle dann immer 24, muss das Sakko gar nicht mehr ändern, kann das einfach von der Stange nehmen, sitzt perfekt oder gegebenenfalls 25 und muss dann nur die Hose, weil die ist natürlich nicht gekürzt, die muss man dann zum Schneider bringen und einfach nochmal anpassen lassen. Und dementsprechend, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, beziehungsweise ein kleiner Tipp, den ihr beachten könnt, wenn Anzüge solche Zwischengrößen haben, ist es auf jeden Fall ein gutes Extra, beziehungsweise man kann einfach Kosten sparen und das finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und an der Stelle soll es das auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, lasst mir gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und das waren wieder meine 10 Favorite Pieces der Woche. Lasst mir ein Abo da und ein Like und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace out. Ciao. Mega nice, sehr nice, mega nice, sehr, sehr nice, mega nice, sehr, sehr nice, auch sehr, sehr nice, sehr nice, ganz nice, auf jeden Fall nice, nice, sehr nice, mega nice, sehr nice, extrem nice, auf jeden Fall sehr nice.